Okay, probieren wir jetzt die linke. Beweg das Nunchuck schnell nach vorne. Das hast du drauf. Versuchen wir mal etwas Kräftigeres. Den Haken. Langsamer als der Jab, aber dafür härter. Um einen rechten Haken auszuführen, beweg die Wii-Fernbedienung schnell von rechts nach links. Ha, nicht schlecht. Der linke Haken ist ähnlich. Beweg das Nunchuck diesmal schnell von links nach rechts. Okay. Dein härtester Schlag ist der Uppercut. Er ist langsam, aber wenn er trifft, ist er es wert. Um einen rechten Uppercut auszuführen, beweg die Wii-Fernbedienung schnell nach oben. Wie ein alter Hase. Versuch es jetzt mit links. Beweg das Nunchuck schnell nach oben für einen Uppercut. Die gute Nachricht ist, dass deine Schläge gut aussehen. Die schlechte Nachricht ist, dass einige sie ablocken oder ihnen ausweichen können. Keine Bange. Wenn das passiert, probiere einen anderen Angriff oder einen anderen Schlag. Hier kommt jemand Nützliches. Üben wir mal die Schläge, die du eben gelernt hast. Moment, ich muss mal eben... Nein, ich möchte ins... Oh, na egal. Ich wollte eigentlich die Musik ein bisschen leiser machen. Oh. Herrgott. Moment. Toll, ich komm... Ach, da. So, Sound, Musik, Abate leiser. Wähle, ach so. So. Machen wir die Hälfte ungefähr. Zurück, zurück. So, weiter geht's. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, oder? So, ich soll alles erkunden. Die Pläne. Schauen wir uns die Pläne an? Nein. Musik ist immer noch ziemlich präsent. Kann das sein? Okay, da hoch komme ich nicht. Oh! Was haben wir denn da? Ein Artefakt. Noch mehr Hoppala! Hallo, das meine ich. Die Wii erkennt manchmal nicht die Aktionen, die man hier ausführt. Ich mag die Gestensteuerung eigentlich in ruhigen Situationen, aber in solchen Action-Situationen bin ich zu blöd, weil die Bewegungen, die ich mache, die werden nicht akzeptiert. Und dann habe ich lieber eine Taste, wo ein und derselbe Befehl halt immer ansteht. Als was? Fäuste sind toll. Aber wenn du fair kämpfst, verlierst du. Wenn es kritisch wird, sieh dich um. Du wärst überrascht zu sehen, was du alles als Waffe benutzen kannst. Siehst du zum Beispiel den Schuppen zu meiner Linken? Das Icon darüber zeigt an, dass ich ihn mit meiner Peitsche benutzen kann. Versuch's mal, Kind. Oh! Was? Genau so. Siehst du das Icon dort über der Schaufel vor mir? Es bedeutet, dass ich sie benutzen kann. In diesem Fall kann ich sie aufheben. Drück einfach A. Wenn du jetzt A nochmal drückst, lasse ich das Objekt, das ich halte, fallen. Aber bevor wir das tun, sollten wir es benutzen. Du kannst jemanden mit einem Objekt schlagen, indem du die Wii-Fernbedienung schnell von rechts nach links bewegst. Das sollte sie aufwecken. Du kannst auch einen Gegenstand auf einen Feind werfen, wenn er nicht erreichbar ist. Um einen Gegenstand zu werfen, drück A, während du die Wii-Fernbedienung abwärts bewegst. Nicht schlecht. Wenn du keine Zeit hast, kannst du schnell einen Gegenstand werfen, der auf dem Boden liegt. Um einen Schnellwurf durchzuführen, beweg dich zum Objekt und drück A,
während du die Wii-Fernbedienung abwärts bewegst. Lustig! Überprüf immer die Umgebung, bevor du kämpfst. Es wird es wert sein. Einige Feinde werden sich wegducken können vor gewissen Objekten. Aber niemand kann großen Objekten wie der Hütte ausweichen oder einem Bücherregal, wenn du es auf ihren Kopf knallst. Was? Warum geht der denn? Okay. Ich brauche noch ein Artefakt. Hä? Warum hat er das denn jetzt fallen lassen? Am besten gewinnt man einen Kampf, in dem man nicht geschlagen wird. Du wirst auf einige fiese Typen treffen. Halt dein Gesicht von ihren Fäusten fern. Wenn du einem Schlag ausweichst, verliert der Fiesling vielleicht seine Balance. Dann musst du den Gegenangriff starten. Zum Ducken drück A und B gleichzeitig. Da! Wow, krass. Was? Beim Ducken geht es ums Timing. Alle Feinde haben ein Zeichen, das dir anzeigt, wann sie losschlagen. Achte darauf. Denk daran, gegen einige Feinde wird das Ducken und der Gegenangriff deine einzige Option sein. Ich habe so einen Kerl mal bei einem Flugzeug bekämpft. Oh ja, das wissen wir noch, wo das Flugzeug immer die ganze Zeit im Kreis geflogen, im Kreis, sage ich jetzt mal, gerollt ist. Und dann nachher explodiert ist, weil ein bisschen, Benzin im Spiel war. Oh Gott. Haben die alle keine Waffen? Warum lässt du es denn fallen? Das erste Mal, als ich eine Peitsche benutzte, klappte es nicht so gut. Zum Glück bin ich hier, um dir alles zu zeigen, was ich seitdem gelernt habe. Die Peitsche kann dein bester Freund in einem Kampf sein. Neben der Benutzung zum Umwerfen von Möbeln auf den Feind kannst du die Peitsche benutzen, um Gegner zu dir zu holen oder sie zu entwaffnen. Zieh den Soldaten am Hals heran. Drück einfach B, während du die Wii-Fernbedienung schnell nach oben bewegst. Drücke ich. Ich drücke. Oh, oh. Du musst ihn schnell ranziehen, oder er kann sich lösen. Genau so. Um einen Feind heranzuziehen, peitsche ihn zuerst an. Ziehe die Wii-Fernbedienung dann schnell zurück. Indy, warum macht er das nicht? Na also. Wie sie alle warten. Ich kann zudem jemanden an der Hüfte erwischen. Um dies zu tun, drück B, während du die Wii-Fernbedienung schnell von rechts nach links bewegst. Denke dran, dass sich einige Feinde leichter befreien können als andere. Erwisch den Kerl nochmal an der Hüfte und hol ihn heran. In die... Wow, das ist kompliziert. Richtig. Die Peitsche ist aber nicht nur zum Heranziehen von miesen Typen da. Du kannst Feinde damit auch entwaffnen. Um einen Feind zu entwaffnen, drück B und beweg die Wii-Fernbedienung schnell in irgendeine Richtung. Du kannst einen Feind auch an den Füßen erwischen. Drück einfach B, während du die Wii-Fernbedienung nach unten bewegst. Toller Fang. Hol ihn an Land. Zieh die Wii-Fernbedienung schnell nach hinten. Wenn du einen fiesen Typen am Boden hast, kannst du ihn ein paar Mal schlagen, bevor er wieder aufsteht. Kümmere dich besser jetzt um den Typen, bevor er Ärger macht. Hallo? Herrgott. Ist das jetzt das dritte Artefakt? Ich will ein Artefakt haben. Freunde, ich würde mal sagen, wow, aufregenderweise, soll es das jetzt hier erstmal gewesen sein? Die Frage ist, ob ich jetzt hier abspeichern kann.
komme ich nochmal ins Menü. Zip. Charaktere, Geschichte, nein. Ich werde natürlich jetzt versuchen, hier einigermaßen gut abzuschneiden vom Speichern her und dann soll es das... Ach komm, ich mach weiter. Eins zeige ich dir besser noch. Das Packen. Dies funktioniert nicht ständig, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Schwächere Feinde und geschockte Typen sind leichte Opfer. Andere können entkommen. Handle also besser schnell. Um zu packen, musst du nur Z drücken. Sobald du jemanden gepackt hast, kannst du ihn schlagen. Fair? Nein. Effektiv? Ja. Oder du kannst sie in Objekte schubsen. Oder in andere Gegner, um ihnen zu schaden oder sie zu schocken. Um zu schubsen, schieb die Wii-Fernbedienung und das Nunchuck gleichzeitig schnell nach vorne. Es ist lustig. Du kannst Feinde in Möbel, Statuen, Aquarien knallen, was immer da ist. Pack jemanden und schau dann nach einem Icon, das einen Gegenstand markiert, in den du ihn knallen kannst. Wie den Tisch zum Beispiel. Drücke Z zum Packen, zieh ihn zum Icon und drück A. Autsch! Oh, Kind. Sieht so aus, als könntest du dich verteidigen. Proben wir noch ein bisschen mit deutschen Soldaten. Denk daran. Sieh dich im Zimmer um, bevor du einen Kampf anfängst. Und oh nein. Beweg dich. Oh nein. Oh nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh toll. Ich brauche was zum Schlagen. Das zum Beispiel. Nein, nein, na. Oh. Oh, 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 oh. Ich laufe, ich laufe. Na. Na, na komm. Och, Indy. Hallo, ich laufe weg und er trifft mich? Wie soll das denn gehen? Wo ist meine Schaufel? Der hat mich geschubst, das Arsch. Na, na komm! Au! Boah! Scheiße, ich sollte die Kamera auch... nur Indy, bitte, mach doch! Seht ihr, was ich meine? Diese scheiß intuitive Gestensteuerung hier, die ist zum Kotzen, die ist zum Kotzen. Da, tot. Ey, ich bin mich hier am Abmühen und das ist dann der Dank dafür. Das, oh, da werden wir noch sehr viel. Oh nein, alle nochmal. Oh, was war das denn? Der hat geschlagen. Okay. Okay, das zwei auf einmal ist, glaube ich. Okay, das ist ein schwerer Gegner. Moment. So, jetzt kannst du mir nicht weglaufen, hier, mein Freund. So, und jetzt kommst du dran. Jawohl, boah. Boah. Was war das denn? Alter Schwede.
Typisch Indie. Ich bin völlig am Ende. Ich habe auch schon wahrscheinlich wieder heillos überzogen hier. Oh nein. Schießen mit B. Oh nein. Was? Kann ich hier nicht einfach raus? Gott, ist das eine beschissene Steuerung. Alter, ist das eine beschissene Steuerung! Nein, nein, nein! Was war das denn? Alter, Alter! Scheiße. Okay. Freunde, ich würde sagen, das soll es erst einmal gewesen sein. Der erste Teil meines Let's Plays Indiana Jones auf der Wii U. Und ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal in Everyboy 18. Adieu.